Also wir sind hier bei der Piste, wo die Novizen starten werden. Das sind also diejenigen, die von der Leistungsklasse eher die schwächsten sind. Deswegen ist der Hang, wie man sieht, nicht steil. Und wir haben also jetzt 3 Tage hier alles aufgebaut, damit wir morgen eigentlich mit dem Assessment, dieser Vorbereitung für die Rennen, noch einmal eine Grobeinteilung starten können. In dieser Kategorie haben wir so zwischen 45 und 50 Snowboarder und ungefähr 190 Alpinskifahrer. Ich habe da sehr gute Leistungen gesehen, also die deutschen Snowboarder sind da sehr gut runtergefahren.